Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead Space 2. Mit mir, Stony Web, den kleinen Hasenfuß. So, hier sind wir letzte Folge stehen geblieben. Jetzt wollen wir mal dringend erwarten oder schauen, gespannt, wie auch immer, was uns hinter der Tür erwarten wird. Schauen wir mal schnell nach. So, wie wir sehen, sind wir unbewaffnet, haben keine Rüstung an. Wir haben nur so eine Zwanzjacke an, die uns freundlicherweise der Herr Doktor aufgeschnitten hat, sodass wir zumindest unsere Hände benutzen können. Oh, ich hoffe mal, wir finden bald mal eine Waffe. Oder zumindest irgendwas, womit wir uns verteidigen können. Sei es jetzt Stase, Telekinese, das ist mir vollkommen egal. Hauptsache, ich habe etwas Besseres als eine Taschenlampe. Womit ich mich doch... Ey Jungs, wo sind denn die Klempner? Hier müssen mal die Leitung mal dringend repariert werden. Das kann doch so nicht sein. Wenn sowas das deutsche Ordnungsamt sehen könnte. Nee. Das geht doch nicht. So. Wir befinden uns in diesem Spiel, also in diesem Teil des Spiels. Also, das ist der zweite Teil von Dead Space. Oh, Kopfschmerzen. Oh, ich sollte das trinken lassen. Oh, mein Gott. Isaac, du nimmst mir die Worte aus dem Mund, sozusagen. Wir befinden uns, wie vor erwähnt, nicht in einem Raumschiff, sondern auf einer Raumstation, die sich im Orbit eines Saturnmondes sich befindet. Also in dem Planeten Saturn, nicht die Einkaufskette. Kleiner Scherz am Rande. So, jetzt gehen wir mal in diesen Reparaturschacht, was immer das ist, rein. Willkommen. Sind wir ja nicht hier drin, ne? Auf jeden Fall ist es nice, dass diesmal auch unser Protagonist, also Isaac, reden kann. Uah! Scheinkleister. Wehe, du greifst uns hier an. Da sind wir nämlich so gut wie tot. Aber er macht es zum Glück nicht. So, jetzt krauchen wir hier durch. Und mal schauen, wo wir da rauskommen, ne? War ja klar. Das war ja klar, dass wir da runterfallen. Isaac, was ist passiert? Sind Sie okay? Noch ja. Helfen Sie mir. Wenn Titan entfernt, werden noch mehr Menschen sterben. Mich eingeschlossen. Nicht, wenn Sie meiner Route folgen. Da ist doch was faul. Ja, Isaac ist nicht gerade begeistert. Gut, wäre ich aber an seiner Stelle auch nicht. Ah, Leckerchen. Wollen wir mal. Gucken, ob wir irgendwas kaputt machen können. Wir hacken erstmal ein bisschen. Bums. Sehr professionell. Ich hätte es nicht besser machen können. Was haben wir denn hier? Ah, Telekinese. So. Wie man sehen, haben wir so ein kleines Tutorial auch hier mit bei. Komm her, ich. Uah. Ja, ich mache aus der Schaschlik. Oh, da kommt noch einer zum Zielen üben. Oh, dann haben wir auch gekonnt aufgespießt. Oh, liegen ja ganz viele von den Stäbchen rum. Batsch. Wer will nochmal, wer hat noch nicht. Batsch. Was haben die Jungs denn gedroppt hier? Geld. Moment, da geht aber noch mehr bestimmt hier. Kann man die auch wieder aus der Wand rausziehen? Nee. Schade. Matsch. Wo müssen wir jetzt hier lang? Auf jeden Fall, da ist verschlossen. Ja, Computer, wir wissen es. Lecker. Ein Bein. Gucken, ob die Leiche was dabei hat. Ich glaube nicht. Okay, da komm, dann gehen wir jetzt Richtung Aufzug oder Tür. Was das ist? Ne, ist ein Aufzug. Hier liegt nichts. Nicht, dass ich irgendwie Energieknoten habe, irgendwas was vergesse. Weil das ist immer sehr, sehr wichtig hier. Erste Hilfe. Ja, machen wir mal das Tutorial mal hier durch. Ich dürfte jetzt grüne Energie haben. Ja, so ein bisschen grünlich. So,
sind wir denn hier? Im Atrium oder so was? Ich habe hier kein gutes Gefühl, muss ich sagen. Shit. Oh Mann. Ah, da liegt was. Evakuierung ist er. Na komm. Erwischt, du Mistvieh. Häng da nicht so rum. Hier wird nicht abgehangen, du Hänger. Ja, ja, ja. Beruhig dich, Computer. Ganz cool bleiben. Oh. Den habe ich ja schön aufgespießt. Danke. Ah, was haben wir denn da? Ein Schränkchen. Ein Schleppschränkchen. Oh, mit Medikamenten drin. Perfekt, perfekt, perfekt. Ich werde mit etwas sparsamer umgehen. Zumindest versuchen. Perfekt. Der hat nix. Da ist auch nichts. Ne? Also auf jeden Fall kam es aus diesen Löchern, kam nie raus. Da haben wir noch ein Stäbchen. So, ich hoffe mal, wir finden jetzt bald eine Waffe. Telekinesis war ganz lieb und ganz nett, aber... Ja, ja, ja. Was haben wir da drin? Geld. Oh, zertreten. Ja gut, probieren wir das mal aus. Ja, wir haben ihn zertreten. Oh, ob der wirklich tot ist, sehen wir jetzt. Er war schon tot. Gut. Ja, Nahkampf ist klar. Mach ich so. Okay. Der war ja tot. Jetzt habe ich einen Overkill durchgeführt. So, dann machen wir mal weiter. Wer schreit da so? Oh, wird gerade operiert. Hey, ich komm gleich, ich komm gleich. Ich will erstmal hier noch kurz mich hier umschauen. Hey, ich komm ja schon, Kleiner. Beruhig dich. Oh, den ist ein Necronorf. Aber der ist festgeschnallt. Stellt also jetzt momentan keine Bedrohung für uns dar. Okay, das ist zu. Ah, da hinten blinkt was. Plasma-Cutter-Munition. Ah, wir bekommen unseren altbewährten Plasma-Cutty. Perfekt, perfekt, perfekt. Ja, warte, warte, warte. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich helfe dir, Kamerad. Beruhigen Sie sich, ich schneide Sie da raus. Ist das ein Gewebelaser? Ein Plasma-Cutter? Oh Gott! Scheiße! Was zum Henker machen Sie da? Scheiße! Komm, Alter, beeil dich. Hilfe! Ich bin ja schon dabei. Ja, zu spät. Boah, ich ziehe wie eine alte Oma. Toll. Ja gut, wie man sieht, kann ich immer noch nicht zielen. Verdammt, verdammt, verdammt. Das war jetzt gerade reine Munitionsverschwendung, was ich da gemacht habe. Der hat's auch hinter sich, der Kleine. Dein Tod wird gerecht werden. Das hat wohl nicht gereicht. Cool. Friss das Bein. Na gut. Dann nicht. Dann halt so. Okay, ja. Ich gehe mal weiter hier erkunden. Da war man drin. Da ist nichts. Da ist alles zu. Da liegt aber was.
Menno. Da wollte ich das richtig cool mehr ranschweben lassen, aber es hat wohl leider nicht geklappt. So, Dalle. Da ist noch was auf. Was haben wir denn hier Schönes drin? Ah, Plasma-Cutter-Munition. Wie viel habe ich überhaupt? 30 Schuss. Gut, 40 ungefähr. Also 39 insgesamt jetzt. Okay, doch noch ein bisschen mehr jetzt. Da waren wir gerade drin, richtig? Richtig, richtig. Ich hoffe, ich habe hier nichts vergessen. So. Ehrlich, Dana hier. Die Kreaturen kann man nur aufhalten, wenn man sie zerstückelt. Ich weiß. Ich habe darin Übung. Versuchen Sie einfach zu überleben. Danke. Jo, wir haben darin Übung. Na, wir wissen, wie der Hase läuft. Immer schön auf die Gliedmaßen zielen. Und Schüsse in die Beine machen, behindern sie auch ein wenig. Dadurch werden sie langsamer. Oh, Handschuhe. Da ist nichts, da ist auch nichts. Ich guck mir mal die Räume. Oh, wir so einen komischen Anzug hier auch haben. Da auch. Oh, Biohazard. Ja, sind hier wahrscheinlich Organe drin oder was? Oder medizinische Abfälle auf jeden Fall. Also nicht verwechseln Biohazard mit. Na. Mit atomarer Strahlung. Die Symbole sehen etwas anders aus. Okay, wir müssen da durch. Aber mal gucken, da ist nichts. Da liegt nur zwei Leichen noch im Boden. Ich zertrampel mal trotzdem alle Leichen. Ich weiß ja nicht, was die so bei sich haben. Schmackofatz. Speichern teile ich gleich. So, komme ich leider nicht vorbei. Nee. Ich kann zwar den hier nehmen und patsch machen. Okay. Okidoki. Wir müssen also jetzt da durch, aber ich speichere erstmal ab. So, werde den hier überschreiben. Ja, ich musste leider diese Folge ein zweites Mal aufnehmen, weil wieder meine Audiotonspur nicht aufgenommen wurde. Also muss ich wieder ein paar Feintuning-Sachen vornehmen, aber jetzt sollte alles wie immer gut funktionieren. Jo, dann mache ich auch hier einen Cut. Und wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Oder, ihr hört mich in der nächsten Folge wieder. Kommentiert meine Videos. Ja, bewertet sie auch. Und ich hoffe mal, ich bin mal gespannt, was ihr von dem Projekt hier haltet. Ich schätze mal, ihr habt euch auch mal insgeheim drauf gefreut. Auf Dead Space 2. Bis jetzt ist es ein grandioses Spiel. Wie auch der erste Teil. Aber mal schauen, was uns noch weiter erwarten wird. Bleibt nur noch zu sagen, gehabt euch wohl. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Und habt Spaß mit meinen Videos. Also beim Gucken, ne? Bis dann und tschüss.